Hi, na. Hier ist der X-Wing mit einem weiteren Part von Borderlands 2. Dabei sind der ragende Burzum auf dem Feuer und der Cheetah. Ja. Wir waren dabei, die Story-Quest weiterzumachen. Das Nebenmission haben wir eigentlich hier fertig. Und Badass-Token eigentlich auch fast alle. So, wir müssen jetzt zum Tower gehen und uns da durchkämpfen. Problem ist, ich habe keine Muni mehr in meiner SMG. Ich muss improvisieren. Ja, mit Schock ist er nicht so schlau. Ich glaube, Schock ihn nur. Aber resistenter. Ach, du kämpfst schon gegen den Boss. Sag doch was. Wo ist der denn? Ah, da. Aua. Aua. Ich hab wieder volle Muni. Schick. Und hab dafür nur wie viel ausgegeben? Ja, 1 Million oder so. Ich kann jetzt nicht mehr raus. Geschlossener Raum. Ja klar. Von hinten erschossen. Cheetah, neben dir, hinter dir. Danke. Hey, was geht? Ach, da ist ein Goliath-Blaster, sag es doch. Was ist die ganzen Kopter? Werden mir doch hier auf der Map angezeigt. Und warum bist du unten, Burzum? Warum bist du unten, Burzum? Gestorben. Kannst du auch mal was sagen? Wie, was sagen? Ja, dass du gestorben bist? Sieht man doch. Nee.
Wenn du irgendwo hinrennst und ich muss mich gerade auf andere Sachen konzentrieren und sterb selber, dann sieht man das nicht. Neben dir, Cheetah, Cheetah hinter dir. Keine Sorge, ich will dein Fleisch wieder zusammen. So, und hier gibt es jetzt noch 1, 2, 3, 4, 4 Sachen zu machen. Oh, das ist noch unser. Also außerhalb dieses Eckos. Runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Wollen wir aber erstmal nicht. Heiliger Skeklutscher, du hast sie geköpft! So steht auf deinem Helm 0. Zum einen gibt's hier ein Borderlands-Zeichen. Komm mal raus. Also. Es gibt da ziemlich so gefährliche Banditen-Clans. Die Kreaturen in dieser Gegend sind. Nein. Die Kammer? Nein. Das Kammer-Symbol ist etwa da. Geh mal weg. Muss ich weit runter? Nein, ich bin perfekt. Cool. Theoretisch könnt ihr oben auf einen von denen springen. Und dann da auf den Felsen und dann hier drauf. Oder ihr springt halt direkt hier rein. Geht dann hier anders. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist. Da ist ein Haustier, was wir brauchen. Au. Ich hab gedacht, ich krieg mir den. Oh, ich hab Kobold. Ich hab Kobold. Nein, ich halte das nicht aus! Ja! Verkehre meinen Zorn! Und dann natürlich der Transmitter. Der ist ja relativ einfach zu finden. Ich glaube, da macht Karte auch markiert. Da unten. Da etwas.
Oh. Wo bist du jetzt hingesprungen, Cheetah? Ja, ich bin gesprungen. Ja, wohin? Nach Osten. Ja, da gibt's noch was anderes, wenn man wieder hochgeht. Dann mache ich dies mit dem Purzum. Wo ist? Der Aufzug ist weg. Ich kann dir jetzt leider gerade nicht helfen, Cheetah. Das war aber knapp. Und lebst du noch, oder? Nö, ich bin ja nie da. Das sah so aus, als hättest du dich nochmal geschafft, ja. Lebensbalken hattest. Ja, war knapp davor. Okay. Und dann gibt's nämlich noch hier. Also, erstmal machen wir die Quest. Weil nochmal komme ich hier nicht hoch. Außer für den Badass-Token. Würde ich hier noch mal hochkommen, aber ne, habe ich ja schon. Stell den Transmitter dorthin. Genau dort. Mach schon. So, jetzt kriegen wir 4 Iridium. 20.000 EP. Jetzt kann ich weg. Endlich weg von diesem Planeten. Scheiße. Ich kann hier weg. Endlich kann ich diesen Jack verlassenen Planeten verlassen. Hol mich hier raus. Ich falle immer überall runter. Hast du bist runtergefallen? Ja. Willst du nochmal hoch für das andere oder hast du das schon? Ich glaube, ich habe das mit diesem, okay. Wo man runterspringen muss, oder? Genau, ja. Das habe ich auch vorhin schon anvisiert. Sniper, also vor oder vorverletzten Paar. Hier, das Teil da. Hier haben wir eine. Schade, eine Quad mit 6 Schuss. Ich hätte gerne Scattergun mit 2 Schuss und 2,0 Nachladegeschwindigkeit. Aber sowas bekomme ich ja nicht. Würde ich sogar auf Level 2 akzeptieren. Nein, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber wir können hier aus dem Gebiet mal raus. Dammit. Der läuft wieder weg. Totengräber, den können wir noch schaffen. Hallo? Warum? Warum? Ach, geht doch. Juggernaut! Hallo? Triffst du mal? Ach kacke, der hat Sachen auf den Schultern. Nicht aufgepasst. Oh, der hat einen Zwerg. Warum treffe ich den Zwerg? So jetzt.
Master und Copter. Typen kämpfen, bis wir bei einem Auto sind. So. Fahren jetzt in den Arid Nexus. Töten ein paar Skags. Und geben alle Quests ab. Er wird schauen, ob er irgend so einen Hyperion-Kreuzer stehlen kann. Jo, Quest abgeben, yay! Siehst du das Gebäude? Ein paar Skeks töten. Das ist die Infostockheit. Wir werden dich durch die Hauptiridium-Pipeline reinschleusen. Na? Oh, ein Jack-Skeck. Sein, die zu einer Wartungsluke führt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig, aber so kommst du zu Stockade. Wie es aussieht. Mann, dieses normal? Warte mal, sammeln wir mal den Scheiß noch nicht ein. Wir wissen, ob das normal ist. Ich hab nie drauf geachtet. Krass. Ist die Textur so normal? Keine Ahnung. Ist bei euch auch so komisch, ne? Ja. Waren das jetzt echt nur drei Stück, oder was? Ach, okay, passt. So, und dann ab nach Sanctuary. Denn die Chance auf ein P-Schild will ich mir nicht entgehen lassen. Quest abgeben, Markus. Da kriegt man Evil Smasher, die nichts bringt. Früher gab es einen Evil Smasher Glitch, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber man. Der ja. So. Und jetzt haben wir die dritte Quest. Es lebt. Tja, naja, lustige Geschichte. Diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, sie sind sozusagen weggelaufen. Tu mir einen Gefallen und leg sie um, ja? Weißt du, wenn man es mal genau betrachtet, ist es ja eigentlich deine Schuld. Meine Schuld? Nein. Stimmt, ich habe ja noch Iridium zum Ausgeben. Yay! Ich wünschte, ich hätte mehr Krieger wie dich. Unter uns. KZ. Den Rest von den Slabs kannst du völlig vergessen. Kommst du denn durch, Mordi? Eilmeldung.
Hast du die Hyperion-Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich hab den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Das sieht alles gut aus. So, beim nächsten Mal werden wir ihm das Maul stopfen. Bis dahin.